Hallöchen, liebe Pfeifenfreunde. Wer erkennt es nicht, dass die Pfeife mal ausgeht, auch für längere Zeit, dass man sie ausmachen muss, weil man auf die Arbeit kommt oder sonst wie? Dann sieht sie ungefähr so aus. Die Frage ist, will man sie wirklich räumen oder weiter rauchen? Ich habe da eine ganz gute Methode, wie man sie eigentlich im Normalfall gut wieder weiter rauchen kann. Die Pfeife ist jetzt auch aus. Man stopft sie ein bisschen fest, nimmt ein Feuerzeug und bläst vorsichtig in die Pfeife rein. Ganz vorsichtig bitte, weil sonst gibt es ja weißes Schneegestöber und ja, mega Sauerei. Während man so anzündet, vorsichtig reinblasen. Man sieht, dass die Flamme vom Feuerzeug sich leicht verändert. Wahrscheinlich wird man es auf dem Video nicht gesehen haben. Ist aber so. Probiert es mal aus. Dann ganz normal wieder eine Pfeife ziehen. Und jetzt schmeckt sie schon wieder wie gewohnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.